Hiho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Die Zwerge. Ja, wir kommen zur letzten Aufnahmesession für dieses Projekt. Die Hauptstory haben wir ja bereits hinter uns gebracht. Also wir haben gesehen, wie Tungdi den bösen Nordon besiegt hat mit der Axt Feuerklinge. Deswegen werden wir uns heute noch den Herausforderungen mal stellen, vor denen ich persönlich auch keine Ahnung habe, was ich da erwarte. Also was wir da erwarten, besser. Weil damals, als ich es gespielt habe, gab es die Herausforderungen noch gar nicht. Also, gehen wir mal hier rein. Es gibt 6 Herausforderungen. Die 5 hier sind noch gelockt, weil wir die erste wohl noch nicht geschafft haben. Hordemot Eiche, 2 Helden. Überlebe mit deinen Helden möglichst lange gegen gegnerische Angriffswellen. Je mehr Feinde du tötest, desto besser. Okay, für 150 Punkte kriegen wir 3 Sterne. Mal gucken. Bestätigen wir mal. Und ich glaube, für seinen Hordemod ist am besten Boendal und Boendil, die Zwillinge. Also die kann ich mir hier jetzt am ehesten vorstellen. Oder kriegen wir Helden vorgesetzt? Nein, wir dürfen uns aussuchen. Wir dürfen sogar Glandalin und Giselbart nehmen. Ja. Dabei stehen allen wohl ihre Fähigkeiten zur Verfügung, die sie mit Belieben zuweisen können und auch alle Gegenstände in allen Stärkemöglichkeiten. Ja, es stehen alle Helden zur Verfügung mit all ihren Fähigkeiten. Gut, wie gesagt, ich nehme die beiden. Ihm gebe ich wie immer seinen Talisman der Heilung und er darf... Also das ist der stärkste Talisman, gell? Nein, da ist ein noch stärkerer. Talisman der Heilung besser. Talisman der Heilung normal. Talisman der Heilung einfach, okay. Tränke brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und für dich gibt es... Er gewährt im Kampf einen zusätzlichen Aktionspunkt alle 2 Sekunden. Erhöht den Schaden bei Spezialattacken, erhöht den Schaden bei Auto-Attacks. Genau. So, Fähigkeiten. Steinhardt. Brauchen wir nicht unbedingt. Wir nehmen den Schwinger auf jeden Fall rein. Der liegt jetzt auf Q. Macht ist auch nicht schlecht. Wohin bekommt für kurze Zeit keinerlei physischen Schaden. Hm. Ja, wobei ist auch nicht schlecht. So, Boendil. Kriegst erstmal den Klingensturm. Dann kriegst du Oink Oink. Und den Schadensbonus. So. Dann starten wir den Kampf mal. So. Aktivieren wir alles, was wir haben. Ja, und jetzt? So. So einfach. Was ist der nächste? So, das wieder aktivieren. Dann geben wir mal hier einen Schwinger. Ja. Neben der Feinde sind gerade 11. So einfach. So gut wie erledigt. So, jetzt sind es nur noch 9. Ich habe gar nicht so fest zugeschlagen. Wo ist der nächste?
So gut wie erledigt. Mach mal den Bogenschützen da weg. Oink, oink, kleines Schweinchen. So. Der Bogenschütze hier weg. So. In Ordnung. Und jetzt noch der Bogenschütze weg. Oh. Was ist? Okay. Das wird jetzt wieder ein paar mehr. Gleich geht's wieder. Was denn? So. Oink, oink, kleines Schweinchen. Einer weniger. Ja, du, gleich. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Wunder, könntest du... Boah, die sieht gerade nicht so gut aus. Einer weniger. Jetzt wird's aber langsam wieder. Wo ist der Nächste? Ja? So. Du haust erstmal das wieder rein und dann gibst du denen einen ordentlichen Schwinger. Aber klar. So. Zu einfach. Ja, ja. Was ist? So, noch ein Schwinger von dir. Zugeschlagen. Bin unterwegs. So gut wie erledigt. Bin unterwegs. Wo ist der Nächste? Jetzt werden es hier ein paar viele Bogenschützen. So gut wie erledigt. In Ordnung. Sehr gerne. Was denn? Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Oink, oink, kleines Schweinchen. Oink, oink, kleines Schweinchen. Und was da? Okay, das wird jetzt unschön für Boindil. So gut wie erledigt. Ah, in Ordnung. Ja? Immer mit der Ruhe. Oink, oink, kleines Schweinchen. Okay. Das war Boindil. Boinda dürfte noch etwas aushalten, da er nicht viel Schaden frisst eigentlich. So gut wie erledigt. Außer natürlich, er wird an den Abgrund gedrängt. Okay, Welle 3. Höre ich Pferde oder? Ich hab gar nicht so fest. Nee, Untote. Einer weniger. So. Bin unterwegs. Mal ein paar über die Flanke. Ja, doch, da ist ein Nachtmahr. Oh, das ist Pech für dich. Boindil, ich könnte hier mal eine Äxte gebrauchen. Ja, der Nachtmahr. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Ist böse, würde ich sagen. Bin unterwegs. So gut wie erledigt. Gucken wir mal, dass wir ein bisschen wegkommen. Einer weniger. Bin unterwegs. Ja. So gut wie erledigt. Sag bloß, da ist auch doch ein Alp dabei. Bin unterwegs. So gut wie erledigt. Immer mit der Ruhe. Jo, das wird jetzt gerade etwas stressig. Bin unterwegs. Welle 4 schon. So gut wie erledigt. Oh, das ist Pech für dich. In Ordnung. Okay, wir sind gleich down. So gut wie erledigt. Bin unterwegs. So gut wie erledigt. In Ordnung. Sehr gerne. So gut wie erledigt. Bin unterwegs. Aber ich denke, wir schaffen wenigstens... So gut wie erledigt. Ja. Wir haben wahrscheinlich wenigstens Bronze geschafft, oder? Jo. Ein Stern. 57 Punkte. Gut, können wir jetzt die nächste Herausforderung machen? Ja. Überleben mit deinen Helden. Hordeboot Dorf bestätigen. Da brauchen wir 75 für die
für den ersten Stern. Und ich denke mal, man muss immer den ersten Stern schaffen, um die nächste Herausforderung freizuschalten. Schauen wir mal. Ich nehme jetzt noch Tungdil mit. Und Glandalin. Glandalin und Gieselbart haben. Na, schneller kämpfen und Königshammer. Ja, nehmen wir doch einfach Gieselbart. Oder den. Oder Gandogar. Gandogar hätte grimmiger Kampf. Nö, Gieselbart. Als zusätzlichen Buffer. Du wirfst mal den Talisman des Schutzes an. Und du den Talisman des Angriffs. Gut. Ich wollte eigentlich gerade sagen, am besten ziehen wir uns etwas zurück. Oh, ich habe vergessen, Tungdil die richtigen Fähigkeiten zu geben. Und die haben alle nicht die richtigen Fähigkeiten, oder? Ja, haben sie nicht. Oh, Beudil ist im Ingrimsch. Na gut, da muss ich eben mit dem arbeiten, was ich hier gerade habe. So. Aber klar, erledigt. Halten wir Beulen, gehen mal kurz raus. Einer weniger. In Ordnung. Hier kommt ein Ende. So, Tungdi, du stirbst mal kurz vor und machst die Bogenschützen hier tot. Einverstanden. Weg sofort. So. Auf den Weg. Einverstanden. So gut wie erledigt, ja? Auf den Weg. Dann machen wir hier wieder dicht die Reihe. Wo ist der nächste? Was? So, Gieselbart, das da mal anmachen und draufhauen. Ja, wo ist der nächste? Unterwegs. Gut, ich halte Gieselbart mal kurz ein bisschen zurück. Oder auch nicht, weil er immer vorstürmt. Und jetzt? Oh. Zu einfach. Und könntest du mal. Ich brauche hier Hilfe. Schnell. Oh. Sofort. Ich halte nicht mehr lange durch! Ja? Sehr gerne! Ich halte nicht mehr lange durch! Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen! So. Was ist? So gut wie erledigt! Können wir die ein bisschen zurück? Nein. Die halten sich zu langsam. Ich glaube, da muss man wirklich Andokai und ihren Heilzauber mit reinnehmen, um ständig die Jungs hochzuheilen. Okay, Freundin ist schon mal
ausgeschnuppt. Ja? Lass mal der Arme. Was ist? Zu einfach. Tod eures Königs. Mhm. Ja. Im Augenblick müssen ja? Tungdeal und Boyendeal das halten. Schluss damit! Andere! Nehmen wir ja. Platz! Ja. Gleich geht's wieder! Okay, jetzt kommt wieder Welle, eine Welle mit Nachtmar. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Diesmal schaffen wir mal die erste Medaille, weil ich die falschen Fähigkeiten reingenommen habe. Zu einfach. In Ordnung. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Bin unterwegs. Einer weniger. Ja, das ist nämlich jetzt eine Welle mit. Oh, und Toten? So gut wie erledigt. In Ordnung. Und viel zu viel Bogenschützen. Immer mit der Ruhe. Gleich geht's wieder. Das hätte ich nicht erwartet. Und nein. Nur 53. Okay. Ich glaube, sowas muss man wirklich mit Andokai machen, die dann immer heilt. Ja. Okay. Das heißt, ich ersetze jetzt Gieselbart durch Andokai mit Heilzauber. Und gebe ihr auch das Ding, was mehr Schaden bei Spezialattacken macht. So, jetzt die wichtigen Fähigkeiten. Schwinger. Schadensbonus. Obwohl. Doch, Schadensbonus, Anführer. Obwohl, Verteidigungsbonus, Anführer. Schwinger. Macht. Und unüberwindbar. Bei dir. So. Klingensturm, oink, oink und den Schadensbonus. Wobei, ich glaube, ich packe den Klingensturm mal weg und nehme mal den Wirbelwind. So. Und Andokai braucht auf jeden Fall die Kettenheilung statt Windbö. Deutlich reduziert. Ja, machen wir das. Kettenblitz, weil wir viele Gegner haben und die Kettenheilung. Also ja, so rum. Was denn? So gut wie erledigt. Mhm. Unverstanden. Und weiter! Was denn? So. Hm? Du haust deine Macht rein. Abscheuliche Kreatur. Machst das sogar noch an und das. Einen Moment Geduld. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. So, Kettenblitz. Und weiter. Andokai hält sich mal zurück. Ja, Andokai heilt sich gerade hier hinten, das ist gut. Einer weniger. Magie braucht ihre Zeit. Was denn? Boyendeal, Rückzug mal kurz. Du schirmst dich mal wieder komplett ab.
das ist. Und weiter. In Ordnung. Wo ist Andokai gerade? Da? Wenn's sein muss. Zu einfach. Gewehr an solche Kreatur. Und jetzt? So wirkt das gar nicht mal so schlecht. Jetzt bin ich aber gespannt. Wo ist der Nächste? Oink, oink, kleines Schweinchen.